So, meine Damen und Herren, seid herzlich willkommen am Seminar hier. Heute geht es mal um etwas Rohes, gell? Habt ihr das schon mal gehört? Wirklich schon, ja? Ich war ein Junge auf einem Bauernhof. Da kam ich zur Welt, bin da aufgewachsen, habe die kleinen Kälber spazieren geführt, hätte den Hof übernehmen können und habe gesagt, mein Leben besteht nicht darin, dass ich den Kühen den Dreck wegräume. Das kann es ja nicht sein, oder? Und ich habe mich gefragt, wenn ich so am Morgen oder am Abend im Kuhstall Mist wegführen ging, und mich dann angeschaut, dann habe ich gedacht, warum machen wir Menschen sowas? Warum müssen wir Milch trinken? Die Milch schmeckt eh nicht gut. Und ich hatte da aber das, damals habe ich es niemandem gesagt. Weil meine Cousins, Freunde, die sind da mit der Tasse hingegangen. Der Vater hat ihnen reingemolken und die haben das so getrunken. Und ich hatte immer fast einen Brechreiz. Und habe gedacht, nee, also Mensch, muss ich? Ja, okay, ein bisschen. Ja, ich habe nicht so viel Hunger. Und dann habe ich das so verachtend. Und für mich, ich meine, ich habe auch gemolken, aber da den Kühen an den Zitzen rumzureißen, das war für mich schon eher ein bisschen abartig, gell? Ich habe mich immer gefragt, warum trinkt der Mensch Milch? Es ist natürlich so, dass wenn es ums Überleben geht, wenn Menschen zurückgedrängt werden durch irgendetwas an den Rand einer Vegetation, wo man Kühe hat, die Gras fressen, dann mag das mal legitim sein, wenn man deren Milch trinkt. Dann mag das mal okay sein. Aber wenn wir das zum Kult machen, dann bringt das unheimlich viel Mutterleid. Und wenn ich gesehen habe, wie man den kleinen Kälbern da die Milch wegnimmt und wenn man Kühe dazu bringt, dass sie so viel Milch geben, dass ihnen die Euter vom Leibe reißen, weil sie zu schwer sind und das Bindegewebe zu schwach, dann habe ich gedacht, da müssen wir eine Lösung finden. Wo ich das Elend der Menschen gesehen habe, als ich in der Birche-Benner-Klinik war, habe ich gedacht, da müssen wir etwas tun. Zuerst hatte ich einen kleinen Zivilisationsschock, oder sagen wir mal Elendschock, wo ich die Leute gesehen habe und habe gedacht, so möchte ich nicht dahin siechen. Also wir müssen herausfinden, wo das Problem liegt. Und dann haben wir gesehen, es ist nicht notwendig, dass wir die Leute von ihrer Kultur reduzieren. Wir sollten den Leuten nicht etwas weniger geben oder etwas wegnehmen, sondern wir müssen ihnen etwas Besseres geben. Natürlich kann ich nicht die ganze Bandbreite bringen, was da möglich ist. Dazu haben wir ja Seminare und da lade ich Sie gerne ein. Wenn Sie einen kleinen Vorgeschmack eines Seminars möchten, dann haben wir draußen eine DVD. Aber ich möchte mich mal ganz kurz auf etwas ganz Spezielles konzentrieren. Als ich das gesehen habe, dann habe ich festgestellt, wir können ja Milch machen. Wir können ja vegane Milch machen. Mit dieser veganen Milch brauchen wir keine Kühe, kein Elend. Wir brauchen Mandeln. Mandel ist die Nuss mit dem höchsten Gehalt an Lecithin. Lecithin haben wir auch in der Milch. Lecithin ist nämlich das, was die Milch weiß macht. Das bindet nämlich Fett mit Wasser. Dauerhaft. So, ich zeige euch mal schnell den Aufbau. Jetzt machen wir mal eine ganz simpel einfache Milch. Ja? So, wir stellen das mal da drauf. Wir nehmen Wasser, wir gießen da mal Wasser hinein. So. Und wenn ich jetzt habe ich ein durchsichtiges Wasser. Ja. Wenn ich jetzt hier Öl reinleeren würde, holst du mir noch schnell Leinöl. Wenn ich hier jetzt Öl reinleeren würde, was würde passieren, wenn ich das mixen würde? Ja, dann würde es mal kurz mischen und dann irgendwann schwimmt das Öl wieder oben drauf. Ja. Wir haben hier Mandeln geschält und ganz fein gemahlen und zwar so, dass das roh bleibt, dass das 45 Grad nie übersteigt. Somit haben wir sowohl die Proteine,
die ganze Nuss, das, das Öl intakt. Also das ist Rohkostqualität. Das gab es so nicht, das mussten wir zuerst. Es gab zwar Mandelmus, das gab es zuauf, aber keine Rohkostqualität. Das haben wir dann entwickelt, weil ich wollte, diese wertvolle Mandel wollte ich ganz haben. In seiner vollen Form. Die Mandelmus, die ich gekannt habe, das war aus amerikanischen Süßmandeln und ich habe gesehen, wir haben ja noch eine bessere Mandel hier in Europa. Warum holen wir das? Weiß ich immer woher. Komm, wir haben es ja hier. Ich will eine europäische Mandel, ich will eine biologische Mandel und ich will das in Rohkostqualität. Und jeder hat gesagt, das kann man nicht machen, das geht nicht und das weiß ich was. Und ja, hier haben wir es, es geht doch. Naja, letztendlich muss man die Sache halt selber machen, gell? So.